Meter hoch schlagen die Flammen in den Himmel. Die Rauchwolke ist bis ins 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Ein Mitarbeiter kommt in den Flammen ums Leben. 18 weitere werden verletzt. Es war natürlich so, dass wir sofort die höchste Alarmstufe ausgelöst haben. Wir haben insgesamt 40 Feuerwehren hierher entsendet und konnten sehr rasch mit der Brandbekämpfung beginnen und auch dementsprechend sehr rasch einen Einsatzerfolg erzielen. Der Unglücksort in Baumgarten an der Maich liegt nahe der slowakischen Grenze. Die Erdgasstation ist eine zentrale Drehscheibe für die Verteilung von Erdgas in Europa und leitet von hier Gas unter anderem nach Deutschland und Italien weiter. Die Gasversorgung Richtung Italien in den Süden ist eingeschränkt. Der Grund für die Explosion ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das LKA Niederösterreich ermittelt, twitterte die Polizei. Mittlerweile hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle.